dass ein komplett ausgestatteter Computer auf einer gerade einmal 8,5 x 5,5 cm großen Platine ausgeliefert werden kann, haben wir der Raspberry Foundation zu verdanken. Ziel dieser Organisation ist es, Schulen, Universitäten und Privatpersonen einen kostengünstigen Rechner zur Verfügung zu stellen, mit dem Programmierung im eigentlichen Sinne erlernt werden kann. Was wird außer dem Raspberry Pi noch benötigt, um mit diesem Vorhaben beginnen zu können? Zunächst ein Netzteil, denn auch ein sparsamer Computer benötigt elektrische Energie. Eine Speicherkarte mit Betriebssystem. Dem offenen Geist der Foundation wird Linux bestens gerecht. Wie zu sehen, handelt es sich hier um eine sehr leichte Distribution. Richtig groß sind die Teile, die eine Kommunikation mit Menschen ermöglichen. Eine Tastatur, ein HDMI-Kabel für den Monitor, eventuell ein HDMI zu DVI-Adapter und schließlich ein Monitor. Soll unter einer grafischen Oberfläche gearbeitet werden, darf eine Maus nicht fehlen. Empfehlenswert ist ein USB-Hub mit separater Stromversorgung. Die Spannungsversorgung erfolgt normalerweise über einen Micro-USB-Anschluss und das zugehörige Netzteil sollte 5 Volt Spannung und einen Strom von mindestens 700 mA bereitstellen. Der Bootvorgang beginnt, sobald der Raspberry Pi mit der Versorgungsspannung verbunden wird. Der Computer verfügt über keinen Schalter, der hätte den Preis zu sehr in die Höhe getrieben. Um den Stromverbrauch während des Betriebs messen zu können, ist die Spannungsversorgung hier direkt mit 2 Pins der Platine verbunden. Werfen wir während des Bootvorgangs einen genaueren Blick auf die Komponenten der Platine. Als Schnittstellen stehen ein HDMI und ein Composite-Ausgang für den Monitor, ein 3,5 mm Audio-Ausgang, eine LAN-Buchse sowie 2 USB 2.0 Schnittstellen zur Verfügung. Der von den USB-Buchsen maximal bereitgestellte Strom darf 100 mA nicht übersteigen. Da selbst einige Mäuse mittlerweile einen höheren Strom ziehen, ist ein USB-Hub mit separater Stromversorgung eine gute Erweiterung des Systems. Zu den GPIO-Pins gibt's im Verlauf des Videos mehr zu sehen. Auf der Platinenrückseite ist der Einschub für die SD-Karten zu sehen. Der Bootvorgang ist mittlerweile abgeschlossen und das Debian Linux befindet sich im RAN Level 2 ohne grafische Benutzeroberfläche. Programmierarbeit funktioniert bestens ohne eine knallbunte, ressourcenfressende Benutzeroberfläche und hierin liegt die Stärke des Raspberry Pi. Der Maximalstrom beim Bootvorgang betrug ca. 400 mA, was bei einer Eingangsspannung von 5 Volt einer elektrischen Leistung von 2 Watt entspricht. Tastatur und Maus werden durch das Netzteil des Hubs mit Energie versorgt, weswegen deren Konsum nicht in die Messung eingeht. Mit Hilfe der Tastatur kann nach dem Anmelden der grafische Modus gestartet werden. Hier wird die Leistungsfähigkeit des Raspberry Pi an seine Grenzen gebracht. Die 700 MHz ARM11 CPU und der Broadcom Grafikchip, denen 256 MB Arbeitsspeicher zur Seite stehen, werden voll gefordert. Es zeigt sich recht deutlich, dass immer buntere, animierte, 3D und sonst was Benutzeroberflächen recht große Leistungsfresser sind. Nichtsdestotrotz kann man mit dem Raspberry Pi Full HD Filme abspielen. Der Start des Webbrowsers Midori verlangt etwas Geduld. Surfen im Internet funktioniert nicht mit Höchstgeschwindigkeit, aber in Anbetracht der spartanischen Ausstattung recht flüssig. Hier fungiert der Raspberry als sein eigener Webclient. Es läuft der Webserver Apache 2 mit Perl-Unterstützung. Der kleine Rechner kann prinzipiell alles, was die großen Serverfarmen im Internet leisten. Der Maximalstrom ist unter Verwendung des X-Servers nur wenig über 400 mA gestiegen. Verlassen wir die Welt der bunten Konsumentenverführung wieder und begeben uns zurück zur Kommandozeile.
Programmieren soll mit dem Raspberry Pi erlernt werden können und das geht am besten von der Pike auf. Als Leistungsindikator hatte ich bereits im Film zum Wonder Media Laptop ein einfaches Zählprogramm verwendet, das ich hier erneut starte. Gerade einmal 3,7 Sekunden vergehen, bis der Computer von 0 bis 100.000 gezählt hat. Zählen, Aufaddieren und andere Rechenoperationen machen dann besonderen Sinn, wenn eine Verbindung zur Außenwelt besteht. Der Raspberry Pi verfügt dabei über eine außergewöhnliche Schnittstelle, über 17 GPIOs. GPIO steht für General Purpose Input Output. Jeder der 17 Pins kann wahlweise als digitaler Ein- oder Ausgang geschaltet werden. Befindet sich ein Pin im Modus Ausgang, kann an diesen per Software eine Spannung von 0 oder 3,3 Volt angelegt werden. Somit können über Leistungstransistoren mit den Pins elektrische Verbraucher ein- oder ausgeschaltet werden. Im Modus Eingang gibt die Software eine 0 zurück, wenn keine Spannung an dem entsprechenden Pin anliegt, bzw. eine 1, wenn 3,3 Volt Spannung anliegen. Um eine Zerstörung des Computers beim Anlegen zu hoher Spannungen bzw. bei Kurzschlüssen zu verhindern, sollten die Pins niemals direkt verdrahtet werden. Stattdessen sollten diese mit einer Platine verbunden werden, die über entsprechende elektronische Sicherheitsvorrichtungen verfügt. Die hier zu sehende Platine verfügt über 17 Kleinsignaltransistoren, deren Schaltzustand über LEDs angezeigt wird. 14 der Kleinsignaltransistoren betreiben 7 Leistungs-H-Brücken. 3 Pins können als Eingänge verwendet werden. Physische Programmierung, also die Welt außerhalb von Bits und Bytes steuern zu können, ist mit dem Raspberry Pi und seinen GPIOs recht einfach. Untersuchen wir die maximale Schaltfrequenz. Per Software ist eine Einschaltdauer von einer Millisekunde vorgegeben. Der gemessene Wert liegt jedoch leicht darüber. Ursache ist der Umstand, dass das Umschalten der Pins Zeit benötigt. Der Fehler wird größer, je kleiner die Einschaltdauer wird. Bei 0,1 Millisekunden vorgegebener Einschaltdauer messen wir über 0,17 Millisekunden. Bei 0,01 Millisekunden, also 10 Mikrosekunden, messen wir 90 Mikrosekunden. Gehen wir eine weitere Zehnerpotenz herunter auf eine Mikrosekunde, ist keine weitere Verkürzung der Einschaltdauer zu messen. Die maximale Schaltfrequenz eines Pins liegt bei etwa 5 kHz. Den Pin einmal ein- und wieder auszuschalten dauert somit etwa 100 Mikrosekunden. Die recht hohe Schaltgeschwindigkeit kann genutzt werden, um mit Hilfe von 16 Pins einen 2-Kanal 8-Bit-Frequenzgenerator zu verwirklichen. Damit sind nahezu beliebige Ausgangsspannungen mit einer Frequenz bis ca. 1 kHz möglich. LISA-U-Figuren können somit auf einem Oszilloskop angezeigt werden. Wie im Film zum WM8650 gezeigt, können über die H-Brücken Schrittmotoren angesteuert werden. LEDs können per Pulsweitenmodulation gedimmt werden. Nach dem gleichen Prinzip kann die Drehgeschwindigkeit von Elektromotoren gesteuert werden. Und schließlich kann die Winkelstellung von Servos vorgegeben werden. In dem vorherigen Film wurden Tropfen gezählt, die durch eine Lichtschranke fallen, um somit auch kleine Flüssigkeitsmengen abmessen zu können. Hier wird die Flüssigkeit aktiv gepumpt. Die Pumpe ist recht klein, entsprechend treten kleine Flüssigkeitsmengen pro Impuls aus der Düse. Wird diese Düse anstelle des Stifts an dem Plotter montiert, fungiert die Einheit als Drucker. Die Tropfen sind deutlich größer als bei einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker, aber die Funktionsweise ist identisch. Per Software wird Zeile für Zeile abgefahren und die Punkte der geladenen Bitmap-Datei werden in Tintentropfen umgesetzt. Neben handelsüblicher Tinte können auch andere Flüssigkeiten mit einer derartigen Anordnung aufgetragen werden.
Das ist für mich die bislang umständlichste Art, handelsübliche Tinte auf einem Stück Papier zu verteilen, aber mit Sicherheit nicht die uninteressanteste. Wird die Düse durch einen Fräsmotor ersetzt, kann der Raspberry Pi damit beginnen, sein eigenes Gehäuse zu fertigen. Ausgeliefert wird der Computer ohne einen derartigen Schutz. Das Acrylglas besitzt eine Materialstärke von 4 mm und die Fräse arbeitet die Linien in mehreren Stufen ab. Dabei gräbt sich der Fräser bei jedem Durchgang etwas tiefer in das Material ein. Die leistungsschwachen Schrittmotoren in Verbindung mit der Baumarktmechanik lassen eine schnellere Bearbeitung des Materials nicht zu. Das Ergebnis ist ein transparentes Gehäuse für einen transparenten Rechner. Die Eingänge können verwendet werden, um Impulse zu zählen. Mit einem Magneten und einer Spule kann ein Drehzahlmesser verwirklicht werden. Über einen Propeller lässt sich somit zum Beispiel die Windgeschwindigkeit ermitteln. Ein Regelkreis besteht aus einem Sensor, der einen Istwert ermittelt und einem Aktuator, der diesen Wert beeinflussen kann. Die Software errechnet dabei den Stellwert für den Aktuator. Die Istdrehzahl eines Verbrennungsmotors wird mit dem zuvor gezeigten Sensor gemessen und mit einem Servo kann über den Gaszug eine vorgegebene Drehzahl justiert werden. Starten und Stoppen des Motors, der immerhin bis zu 21.000 Watt leistet, sind mit dem Raspberry Pi, der dabei gerade einmal 2 Watt elektrische Leistung konsumiert, ebenfalls kein Problem. Hier wird ein Sollwert von 1.100 Umdrehungen pro Minute vorgegeben, die der Computer überwacht und recht gut einhält. Mit den GPIOs des Raspberry Pi können die Ergebnisse einfacher, aber auch mitunter sehr komplexer Programme spürbar gemacht werden. Aus meinem Raspberry Pi habe ich einen per Internet steuerbaren, kamerabewaffneten Roboter gebaut, den ihr in meinem Robospatium steuern könnt. Probiert's mal aus! Vielen Dank an die Menschen der Raspberry Pi Foundation und alle fleißigen Programmierer der Community, die der Menschheit endlich wieder einen Computer zur Verfügung stellen. In den letzten Jahren haben ja mehr die Spielzeuge mit ihren knallbunten, ressourcenhungrigen Du-darfst-nix-Benutzeroberflächen die Märkte dominiert. Wer also nicht nur auf geschlossene Fenster starren oder mehr als nur einen kleinen Bissen der Frucht möchte, sollte lernen, mit Linux und dem Raspberry Pi umzugehen. Es lohnt sich.